hier ist Anja und ganz viele von euch wollten, dass ich mir eine ganz spezielle Folge von diesem Echt passiert angucke. Und zwar, ich wurde mit 16 zum Vampir von den Machern von Ich verliebe mich in diesen Hund, Ich heirate einen Toten, Ich saß mit 10 Mädchen auf einer Wüsteninsel fest. Also, man kennt's, ne? Da habe ich auch schon eine weitere Folge von gemacht und zwar Ich aß meine Hand, um zu überleben. Die kann ich euch hier gerne oben verlinken, das ist auch... Also, ich weiß ja nicht, wer diese Geschichten schreibt. Immerhin kreativ sind sie ja. Ich würde sagen, fangen wir an. Ich habe das Haus erst am Abend verlassen. Ich habe den ganzen Tag drinnen verbracht. Die Lichter entlang der Straße waren nicht repariert worden, sodass es ziemlich dunkel war. Aber in den letzten Monaten bin ich nur im Dunkeln gelaufen. Angel, okay, weil sie ein Vampir ist. Da fangen wir direkt, es gefällt mir, ja? Also das ist jetzt nicht mehr echt passiert, sondern meine animierte Geschichte, weil echt passiert ist, gibt's nicht mehr. Aber... mir gefällt es bei meiner animierten Geschichte eh viel besser, denn man wird direkt ins Geschehen geschmissen, ja? Man ist sich nicht sicher, was genau ist passiert. Gut, der Titel gibt es ein bisschen weg. Aber man ist sich nicht sicher, was ist passiert, in welcher Situation sind wir. Aber man ist mittendrin, ja? Es gefällt mir. Und übrigens, sorry für den Hintergrund, meine Katze ist großer Fan der Papptüten, die der Rewe Lieferservice uns gebracht hat. Und ist da die ganze Zeit rein, raus, rein, raus, rein, raus. Also falls ihr Knistern im Hintergrund hört, das erklärt das. Gut, weiter geht's. Wartete um die Ecke auf mich. Er sagte mir, ich sehe gut aus. Diesmal glaubte ich ihm. Ich hatte mich in dieser Woche schon viel besser gefühlt. Er zog mich, wie bleich sie schon ist. Wir blieben stehen. Er roch nach Kaffee und Keksen. Das bedeutete, dass er zuerst zu seinen Eltern gegangen war. Seine Mutter kochte immer etwas. Plötzlich fühlte ich mich krank. Mir war heiß. Okay. Nein. Unerträglich heiß. Andrew ging einen Schritt zurück. Der Ausdruck auf seinem Gesicht... Was ist denn Andrew für ein Name? Das ist auch so ein Name, den habe ich noch nie gehört. In meinem ganzen Leben nicht, ja? Also, okay, fair enough. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie sie heißt. Aber gut, sie verwandelt sich jetzt, sage ich. Es ist, das ist ja allgemein bekannt, dass wenn man die Vampirverwandlung macht, dass einem dann heiß ist, ja? Ich bin qualifiziert, über das Thema zu sprechen. Ich habe alle Staffeln von Vampire Diaries ungefähr 3-mal geguckt. Twilight zwar nicht, aber da habe ich die Bücher gelesen. Muss reichen. Okay, mit der Hitze, das stimmt vielleicht eigentlich gar nicht, aber kommt schon. Ich hatte ihn schon einmal gesehen. Er hatte Angst. Ich schaute auf meinen Arm. Oh-oh. Ein roter Ausschlag war an meinem Handgelenk erschienen. Die Straßenbeleuchtung. Sie hatte sich eingeschaltet und hatte mehrere Minuten lang direkt auf mich gestrahlt. Hallo zusammen, ich bin Abby. Okay, hi Abby. Ich habe nie gemocht. Aber es passierte nun mal, dass ich die Königin des Schreckens unserer Stadt geworden bin. Ich erzähle euch, wie das passiert ist. Okay, fair. Andrew nahm mich an einem Wochenende mit in die Berge. Ich wusste es. Andrew ist der Hauptvampir, ja? Andrew ist der Main-Vampir. Andrew hat sie verwandelt. Weil du wirst nicht einfach zum Vampir, du verwandelst dich, ja? Jemand muss sich verwandeln. Das heißt, Andrew hat sie verwandelt. Sie hat, also ich meine, sie hatte alle Grundlagen. Sie hat die weiße Haut, die crazy gefärbten Haare. Es ist nicht, was es noch so für Vampirgrundlagen gibt. Aber das ist schon gut. Eigentlich mag ich den Strand lieber. Aber... ich habe mich leider immer noch nicht von meinem letzten Sonnenbrand erholt. Okay. Es war jeden Tag bewölkt. Außerdem begann mein Magen zu schmerzen. Also verbrachte ich den ganzen Urlaub mit einer Decke auf der Veranda. Andrew las mir vor. Okay, wer ist denn dieser Andrew? Ist das dein Freund? Wahrscheinlich. Warum ist dein Freund mit dem Urlaub? Du bist 16. Ich meine, fair. Aber ich meine, sie ist bestimmt mit ihrer Familie im Urlaub, oder? Das ist nicht... Sie fährt mit 16 mit ihrem Freund in Urlaub? Ich glaube, man darf mit 16 gar nicht so weit reisen. Schon damals wusste ich, dass etwas mit mir nicht stimmte. Aber ich wollte den Moment nicht mit meinen Sorgen verderben. Außerdem war alles so romantisch. Mhm. Am Abend vor unserer Abreise konnte ich überhaupt nicht aus dem Bett aufstehen. Ich wurde extrem müde. Andrew packte unsere Sachen zusammen. Und ich saß im schummrigen Schlafzimmer. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich machte das Licht an und begann zu lesen. Plötzlich fühlte ich wieder ein scharfes, brennendes Gefühl. Da war kein... Weil das Licht hat sich verbrannt. Aber... Sonnenlicht. Aber dann brachte ich meine Hand näher an die Lampe. Meine Haut brannte wieder. Ich streckte meine Hand weiter dorthin, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Wenn es weh tut, dann lass es doch, junge Dame. Also, das tut mir auch leid, aber nee. Schlag erschien. Was passiert mit mir? Meine Tage im Krankenhaus beantworteten nicht nur meine Fragen, sondern erhöhten auch die Zahl meiner Ängste. Okay, und zwar, weil sie im Krankenhaus angefangen hat, Blut zu riechen. Das ist ein typisches Vampirproblem. Die sind nicht gerne in Krankenhäusern. So, ich hab's gesagt. Ich habe eine seltene Krankheit. Porphyrie. Oh. Und was macht diese Krankheit mit mir?
In meinen Erythrozyten bildet sich kein Hämoglobin. Das bedeutet, Biologie-Lehrstunde! Das ist das Beste. Wenn sie irgendwie sagen, es ist immer eine wilde Krankheit. Ja, es ist immer eine wilde Krankheit, weil du wirst ja nicht wirklich zum Vampir. Und die versuchen das realistisch zu halten, indem du irgendeine wilde Krankheit hast. Aber dann hast du meistens, also ein paar Sachen davon stimmen. Sie mischen ein bisschen Wahrheit mit ganz viel erfundenen Sachen. Dass sie keinen Sauerstoff transportieren können. Was geschieht deshalb? Nun, meine Haut wird dünner und verträgt kein Licht. Sie reißt und brennt. Das bedeutet, dass ich selbst dann Verbrennungen bekommen kann, wenn es nur UV-Licht ist, das durch Glas kommt oder von einer Leuchtstoffröhre stammt. Sonnencreme, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das soll dagegen helfen. Das blockt so UV-Strahlen. Ganz verrückte Erfindung. Das benutzen auch nicht viele, aber so kann man... weiß nicht. Wäre so meine Idee jetzt. Was passiert ist... Außerdem ist mein Zahnfleisch deformiert und kleiner geworden, sodass meine Zähne... Aber wo kommen die Reißzähne her? Kurze Zwischen... Wo kommen die Reißzähne jetzt her? So mit dem Zahnfleisch? Fair, ja? Das ist kürzer geworden, die Zähne sind länger, okay. Aber die hier, die wachsen ja nicht. Wo kommt... Nee. Stopp. Scheinen wie die eines Tieres. Meine Wangen sind eingefallen, meine Wangenknochen stehen heraus und ich bin blass geworden. Und meine Zähne geben bei Licht einen violettroten Farbton ab. Okay. Erinnert dich das vielleicht an irgendetwas? Blasse Haut, hervorstehende Fangzähne, Angst Aber warum vor Licht. Denn die Fangzähne? Warum stehen die Fangzähne hervor? Die Zähne wachsen ja nicht einfach, die sind ja fertig so. Die sind hier drin und dann wachsen die raus. Aber die verändern sich jetzt ja in der Form nicht. Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn die Fangzähne einmal so sind, dann sind sie so. Manche Menschen haben ein bisschen längere, aber im Endeffekt... Es ist immer noch ziemlich eine Reihe, also. Echt? Ein anderer Name für Porphyrie ist Vampirkrankheit. Nach mehreren Wochen im Krankenhaus schickten sie mich nach Hause. Wir mussten auf einen geeigneten Spender warten. Ich brauchte nämlich eine Knochenmarktransplantation. Danach wurden die Dinge noch interessanter. Vieles veränderte sich zu Hause. Die Fenster wurden getönt, um das ultraviolette Licht zu reflektieren. Alle Lampen wurden mit Glühlampen ersetzt und mein Kleiderschrank wurde erweitert, um die Sonnenstrahlen zu absorbieren. Einen Sarg habe ich allerdings nicht bekommen. Obwohl meine Schwester darüber... Da habe ich jetzt drüber nachgedacht. So, wo ist der Sarg? Ich meine, bist du wirklich ein echter Vampir, wenn du keinen Sarg hast? Naja. Scherzt hatte. Im Kühlschrank war jedoch... Was? Genetisch verändertes Blut? Mom? Wofür ist das? Oh, sie weiß es noch gar nicht, dass es das gibt. Das Blut ist neu. Sie hat neues Blut. Und ihre Mutter hat ihr Blut gekauft, weil ihre Mutter so war, jo, sieht aus wie ein Vampir, verhält sich wie ein Vampir, zieht sich an wie ein Vampir. Hat darüber nachgedacht, ein bisschen Blut zu trinken? Hier, ich stell dir mal was in den Kühlschrank, bedien dich. Eine alternative Medizin. Wer weiß, wie lange es noch bis zur Operation dauert. Wir müssen alles ausprobieren. Es war so langweilig daheim. Und dann schlug mein Freund mir vor, zu fliehen. Es war wirklich nur ein Picknickausflug, aber ohne die Erlaubnis meines Arztes. Wir trafen... Aber, okay. Du darfst nicht rausgehen? Dein Arzt verbietet dir rauszugehen? Verstehe ich das gerade richtig? Und ich meine... Also, zu fliehen. Ihr wollt picknicken. Das würde ich jetzt nicht gleich fliehen bezeichnen. Was hat das... Okay, ich verstehe es auch nicht. Was hat das jetzt mit dem Blut zu tun? Ich dachte, sie erklären jetzt, warum das Blut hilft. Muss sie das trinken? Spritzt sie sich das? Was tut sie mit dem Blut? Ich wüsste es gerne. Ich fühle mich ein bisschen im Dunkeln gelassen, ganz ehrlich. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Ich trug einen Haufen Kleidung, Sonnenbrille, einen Hut und einen Krug mit Blut in meinem Picknickkorb. Mom? Schau dich an, Liebes. Deine Haut ist völlig blass geworden. Deine Wangen sind eingefallen. Wenn dir Blut hilft... Die Mutter ist so ein Hype-Man. Stell dir mal vor, du wachst auf, ja? Du bist schon Teenager, also bist du schon eher unsicher. Du bist blass, deine Wangen... Und deine Mutter ist noch so... Schau dich an, Mann. Du siehst krank aus. Deine Wangen sind eingefallen. Deine Haut ist blass. Generell siehst du hässlich aus. Ich meine, wer tut denn das? Also da muss man doch auch mal eine aufbauende Mutter sein, ja? Paar motivierende Worte sprechen. Mal sowas wie... Du strahlst ja richtig, ja? Mit der hellen Haut, ne? Gesehen, was ich gemacht habe? Und mit dem Blut, ich meine, das kann sie auch zu Hause trinken. Das muss sie jetzt nicht mit zum Picknicken nehmen. Sonst, also, ich sag's mal. Dann wird es dir gut tun. Hilft? Mom, es gibt keine Vampire. Schön, ich nehme es, wenn du dich dann besser fühlst. Wir saßen im Schatten einer Brot, Käse, bisschen Blut, man Eiche. Ich sah seltsam aus und ich fühlte mich krank. Andrew aß Sandwiches. Oh, was? Warte. Er hat ein Spiegelei auf seinem Brot. Hey, Andrew,
Mach das doch rein. Mach das Brot oben und unten drüber, damit du nicht in den Spiegel einfasst. Was? Das ist mit rohem Eigelb. Und ich nahm das Glas aus dem Korb. Er verschluckte sich. Heute mache ich eine besondere Diät. Ich empfehle sie nicht. Du weißt es doch gar nicht. Vielleicht schmeckt es dir ja gut. Du hast sie ja noch nicht mal probiert. Immer erst mal mäkeln. So kennt man es. Die Jugend von heute. Wir plauderten wieder und lasen wieder. Andrew umarmte und küsste mich nicht. Anscheinend gehörte es nicht zu seinen Plänen, mit einem Vampirmädchen auszugehen. Ich hatte schon aufgegeben, als er meine Hand nahm und... Au, du hast mich gebissen. Du hast Reißzähne. Wie Reißzähne eines... Was soll ich sagen? Die Krankheit hatte mich verändert. Die Krankheit hatte mich verändert. Also beschlossen wir, weitere Picknicks auf die Zeit nach der Operation zu verschieben. Und weil du ihn gebissen hast. Okay. In der Zwischenzeit trafen wir uns in meinem Haus, welches dunkel wie ein Kerker geworden war. Wo man natürlich nicht beißen kann. Aber immer noch gemütlich. Schließlich waren meine ganze Familie und mein Freund bei mir. Meine jüngere Schwester war nicht mehr nervig zu mir und ihre Witze waren sogar lustig. Sie hat mich dazu überredet, zu Hause ein Fotoshooting zu machen. Schließlich werde ich bald einen Spender haben und dann werde ich mich erholen und diese Zeit in meinem Leben vergessen. Und weißt du was? Es ist passiert. Ich werde sehr bald operiert und ich habe die Chance, komplett gesund zu werden. Das ist nun. Oh Gott, was ist mit dem Kopf von der los? Okay, fair enough. Ich muss sagen, das ist das Schlimmste. Die versuchen auch so Biologie oder so, keine Ahnung, Scientific Kram da reinzumischen, damit es plausibel klingt, was sie so erzählen. Aber dann sind sie so, ja, ich bin Vampirmann, ich bin voll krass, ich esse Blut, ich darf nicht mehr rausgehen. Ich meine, also, sie hat, also, okay, meinetwegen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, ciao!